Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute kam endlich das Trash-Paket bei mir wieder an. Und zwar hat sich das Paket jetzt schon zum zweiten Mal auf die Reise gemacht. Und nun ist es auch wieder bei mir angekommen und da hat sich auch schon wieder einiges getan. Ich habe schon mal einen Blick reingeworfen. Und wenn ihr jetzt auch sehen möchtet, was da alles Schönes dabei ist und vor allen Dingen, welche Produkte ich mir da jetzt raussuche, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen. Ich habe mir jetzt erstmal das Paket hier rangeholt. Dieses Mal läuft das so ein bisschen anders ab. Ich zeige euch jetzt die Produkte, die hier sich in dem ganzen Paket befinden. Und ich habe mir aber schon meine Produkte rausgesucht, also die ich behalten möchte. Und nachher zeige ich euch natürlich zum Schluss wieder ein Produkt, was wieder hier mit reinkommt. Und natürlich noch viele weitere, aber nur eins darf ich euch zeigen. So sieht erstmal die Kiste aus. Also die ist schon recht groß. Aber wir haben uns ein bisschen verkleinert, denn die liebe Irene hat das Ganze noch ein bisschen sortiert, dass das ein bisschen übersichtlicher ist. Ne? Das war einfach alles ein bisschen too much. Ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den Produkten, ja, was hier sich alles so Schönes befindet. Ich würde sagen, ich lasse das Paket hier auf meinem Schoß, also so schwer ist es nicht. Ich werde euch vielleicht auch nicht alles zeigen, weil das einfach wirklich dermaßen viel ist. So, ich mache das hier erstmal alles so ein bisschen an die Seite. Das kommt nachher natürlich wieder rauf, die Verpackung. Und es ist wirklich unglaublich viel an Inhalt. Und deswegen, ja, würde ich sagen, machen wir mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ja, zuerst waren hier erstmal schöne Karten mit dabei. Die habe ich mir auch schon mal alle durchgelesen. Habe ich mich auch sehr gefreut. Vielleicht kommt auch von mir noch mal eine Karte mit dazu. Dann sind hier solche Schneckenmasken. Ich glaube, die hat Irene uns gesponsert. Das heißt, jeder darf sich, glaube ich, wieder eine nehmen. So wie mit dem Badesalz beim letzten Mal. Also nochmal vielen Dank. Da habe ich mir jetzt auch schon eine rausgelegt. Hier dann sind, wie gesagt, verschiedene Karten mit dabei. Da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Ich glaube, die sind auch zum Teil alle selber gebastelt. Also nicht alle, aber ein Teil ist hier, glaube ich, selber gebastelt. Ja, und dann war ich ganz erstaunt, denn hier sind auch ja, andere Produkte mal mit dabei. Zum Beispiel waren jetzt hier Kinderbücher mit dabei. Für die habe ich mich jetzt hier allerdings nicht entschieden. Hier ist noch ein zweites, die gab es wohl mal bei McDonald's. Finde ich aber sehr schön, ne? Trotz alledem von der Aufmachung. Hier ist auch noch eins, vielleicht kennt ihr das, das ist glaube ich ein Film oder auch eine Serie. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das heißt Drachenzähmen leicht gemacht. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich habe das auch noch nie geguckt. Ja, was ist hier noch Schönes bei? Dann ist hier ein Spiel dabei. Da habe ich mich auch nicht entscheiden können, ob ich das nehme oder nicht. Aber ich werde es nicht nehmen. Also das darf wieder weiter auf Reisen gehen. Und zwar ist das von McDonald's ein kleines Mini. Wer ist es? Das Spiel, das in groß, werde ich mir bestimmt irgendwann nochmal in meinem Leben zulegen. Denn das wollte ich eigentlich schon immer mal haben. Das mochte ich als Kind schon total gerne. Ja, was haben wir hier noch alles? Hier ist Body Creme mit dabei. Ich habe auch an dem ein oder anderen Produkt schon mal geschnuppert, weil mich das dann doch interessiert hat. Das wird aber auch wieder weiterziehen. Dann, das sind hier solche Teile, da musst du erst mal gucken, was das überhaupt ist. Wenn man Gel oder Acrylnägel drauf hat, ist das wohl dafür da, um die wieder zu entfernen. Also so habe ich das jetzt rausgelesen. Da ich kein Acryl und auch keine Gelnägel trage, brauche ich das nicht und das darf natürlich weiterziehen. Wir haben das Ganze hier, wie gesagt, jetzt mittlerweile in Boxen unterteilt, dass hier ein bisschen mehr Struktur drin ist. Also das ist wirklich unglaublich, was hier alles sich drin befindet. Meine Sachen habe ich übrigens wieder rausgenommen. Ich habe die jetzt allerdings gerade nicht hier vor Ort liegen. Die liegen einen Raum weiter. Ich will jetzt aber nicht nochmal aufstehen. Das war, von mir waren jetzt noch zwei Lippenstifte übrig. Eine kleine Probe von, ich weiß gerade die Firma nicht mehr, aber so eine Naturkosmetikprobe. Also es war so eine Foundationprobe. Und von Unique einen Einzellidschatten, also einen Single-Lidschatten. Diese Sachen waren, wurden von mir nicht genommen, also ich bin da echt recht zufrieden, dass doch sonst die anderen Produkte ja, jemand anderes nutzen kann oder rausnehmen konnte. Und die habe ich, wie gesagt, wieder rausgenommen, ne? Weil wir ja jetzt eine neue Runde hier gestartet haben. Ja, dann haben wir hier Aftersun-Produkte, eine Aftersun-Lotion. Hier ist auch noch eine, ich glaube, die war auch beim letzten Mal schon drin. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Die darf auf jeden Fall auch wieder weiterziehen.
zeige euch diesmal wirklich nicht alles, das ist einfach zu viel. Also es sprengt wirklich den Rahmen. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist, ach, von Rituals, sehe ich ja jetzt erst. Oh, da muss ich nochmal dran riechen. Aber nee, das ist, glaube ich, nicht so meins. Also das ist, glaube ich, ein Make-up-Entferner. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Dann sind hier kleine Cremes dabei. Was ist das hier? Das ist eine kleine Gesichtsmaske. Hier ist dann noch eine Lippenpflege. Das fand ich auch interessant mit Shea-Butter. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen speziell gerochen. Deswegen, das ist dann auch nicht so meins. Lippenprodukte habe ich auch noch genug. Ja, ansonsten sind hier noch so kleine Cremes, Gelcreme. Hier ist noch eine Handcreme, die kann ich euch nochmal mit rein zeigen. Solche Sachen sind hier mit dabei. Und ich würde sagen, wir machen aber mal weiter mit den nächsten Produkten. Wie gesagt, das ist ja hier eine ganze Menge. Und sonst würde das Video einfach zu lange gehen. Dann haben wir hier von Batiste ein Trockenshampoo und Antifrizz. Ich hatte mir, glaube ich, letztes Mal schon von Batiste ein Trockenshampoo rausgenommen, was ich auch noch nicht benutzt habe. Ich weiß gar nicht, das müsste hier irgendwo auch noch stehen. Für braunes Haar, das werde ich dann nämlich noch nutzen. Das darf deswegen auch weiter. Dann haben wir hier ein, ich glaube, es ist noch ein Trockenshampoo von Vella. Finde ich auch interessant, aber ich muss erstmal meine ganzen Geschichten hier aufbrauchen. Dann haben wir hier, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist eine Spülung oder sowas in die Richtung. Und ich glaube, das ist extra, wenn man die Haare so ein bisschen blondiert hat. Ich habe ja nun auch so ein bisschen mehr Blond reingepackt, ne, in die Haare. Ja, aber ich muss das nicht unbedingt haben. Also deswegen darf das auch wieder weiter. Dann haben wir hier noch ein Trockenshampoo von Balea. Pretty Pomme Granate. Oder ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also auf jeden Fall mit Granatapfel. Das kenne ich noch nicht, aber wie gesagt, ich habe erstmal noch Trockenshampoo. Und es riecht aber ganz gut, aber ich brauche es nicht. Also deswegen wird das auch natürlich weitergehen. Ja, was ist dann hier noch? Dann haben wir hier noch einen Intensivschaum Anti-Haarverlust. Intensivschaum von Sebamed. Brauche ich auch nicht. Also ich habe jetzt zum Glück nicht so einen starken Haarverlust. Also natürlich fallen mir auch mal ein paar Härchen mit aus. Ist auch manchmal nicht wenig. Aber es ist jetzt auf jeden Fall noch nicht so, dass ich jetzt kahle Stellen zum Glück habe. Dann machen wir hier mal mit diesem Beutel weiter. Hier ist alles Mögliche an Foundation drin und Puder und solche Geschichten. Da kann ich euch ja auch nochmal so das ein oder andere mit rein zeigen. Ja, da haben wir hier einmal von Rival de Loop ein Illuminating Powder. Also das ist, ich denke mal, auch mattierend. Das ist so ein loses Puder, ne? Dann haben wir hier eine Konturenpalette. Die brauche ich auch nicht unbedingt. Ich habe im Moment erstmal so, naja, zum Konturieren. Also ich konturiere nicht so viel oder auch nicht so unbedingt gerne. Deswegen brauche ich das nicht unbedingt. Da habe ich halt auch noch Bronzer und Rouge und damit konturiere ich sozusagen ein bisschen. Dann haben wir hier eine Eyeshadow-Palette von Absolute, also Icon Mini bei Absolute New York. Die fand ich ja eigentlich ganz interessant, aber in diesen Farbtönen habe ich das muss ich gleich wieder aufheben. Da habe ich ungefähr schon Lidschatten. Deswegen darf das auch wieder weiterziehen. Da freut sich vielleicht jemand anderes drüber. Ich hatte mir nämlich noch was anderes Schönes rausgesucht. Das werde ich auf jeden Fall euch natürlich gleich nochmal zeigen. Dann ist hier von Revolution eine Bronzing oder ein Bronzer ist hier mit dabei. Wie gesagt, das habe ich im Moment alles noch da, deswegen brauche ich es nicht. Dann haben wir hier nochmal von Revolution eine, ich glaube, das ist auch nochmal eine Art Konturen. Ne, das ist auch ein Bronzer und ein Highlighter. Also Blush, Bronze and Brighten. Golden Hot, also das ist auch so eine Art, wir machen mal so, ja, Bronzer und auch irgendwo Highlighter, ne? So kann man sehen. Und Rouge, also eigentlich so alles, alle drei Sachen drin. Eigentlich auch sehr schön, aber es würde bei mir, glaube ich, nur rumstehen. Das wäre schade. Dann haben wir hier ein Make-up Glow and Bronzing, also eine Base. Habe ich auch noch nie so gesehen oder benutzt. Brauche ich auch nicht. Und noch einen Bronzer von Hot Make-up. Ich kenne die Firma gar nicht. Weiß gar nicht, wo es das gibt. Aber ist auch interessant. Jetzt steht hier hinten ja was drauf. Auf jeden Fall ist es irgendwie in Dänemark hergestellt. Also schon interessant. Also das geht auf jeden Fall alles wieder rein. Wie gesagt, ich hatte ja noch mir die Sachen schon mal vorab alle rausgesucht. Und die zeige ich euch natürlich nachher auch noch, was ich mir da ausgesucht habe. Ja, dann haben wir hier, ich muss mal gucken, Farbe ist hier dabei. Haarfarbe, also zum Färben. Ich glaube, das ist auch eine richtige Färbung und keine Tönung.
Und zwar kann man damit ja Pastell, so ein bisschen so ein Pastellverlauf sich in die Haare färben. Finde ich irgendwie interessant, aber ich werde das Experiment auf jeden Fall nicht selber starten. Also wenn, dann werde ich das mal beim Friseur machen lassen. Sollte ich sowas mal vorhaben. Hier haben wir dann noch dazu die Farbe, einmal in Blau. Und dann gab es die hier noch einmal in Rot. Finde ich echt klasse, aber ich glaube, selber traue ich mich da nicht ran, denn am Ende ja, sieht das dann vielleicht doch nicht so gut aus. Dann haben wir hier von Belou einen pflegenden Cremeschaum. Und ich glaube, ich muss mal hier auf meine andere Geschichte gucken. Genau, das ist ein, wie so eine Art, ja, Body, eine Bodypflege, also Körperpflege. Also kein Duschgel, sondern ein, ja, Dusch, nicht Dusch, Mensch. Eine Body, ja, Bodypflege, so kann man es einfach nennen, ne? Ja, das ist halt nicht so meins. Ich habe auch mal dran gerochen, das ist unglaublich süß. Also so wie einige Sachen von Belou. Weiß ich noch nicht. Also ob ich, also ich glaube, das werde ich nicht mit, also nicht rausnehmen. Das kann drin bleiben. Dann ist hier so eine Art Geschenkeverpackung. Das brauche ich auch nicht, finde ich aber auch sehr niedlich. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist auch nochmal Shampoo und, jetzt muss ich mal gucken, nee, eine Bodylotion ist das. Body Wash und Body Lotion. Also das heißt ein Duschgel und eine Body Lotion von CB & Co. Ich kenne das gar nicht. Wenn ihr das kennt, dann könnt ihr mir das ja mal mit reinschreiben. Das ist in Großbritannien hergestellt. So sieht das aus. Also sehr interessant. Das scheint, also ist auf jeden Fall tierversuchsfrei. Das finde ich schon mal ganz gut. Scheint auch relativ, ja, ich denke mal, ne, so eine Art. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt vegan ist, aber so eine Naturkosmetik, darin geht es, glaube ich, schon so ein bisschen. Und hier ist Cannabis mit dabei, also Cannabisöl. Hört sich aber interessant an, aber ich habe im Moment erstmal wirklich genug Duschgel und wie gesagt, Bodylotion brauche ich auch nicht unbedingt. So, das packen wir hier erstmal wieder rüber. Dann ist hier nämlich noch eine Kiste drunter und da machen wir jetzt mit weiter. Machen wir mit der nächsten Box weiter. Das ist auch eine Glossy Box. Also das ist auch in eine Glossy Box gepackt. Das ist wie gesagt, dass wir hier ein bisschen mehr System drin haben. Ja, was haben wir hier alles Schönes? Auch viele kleine Sachen. Deswegen, das ist wirklich ganz schön viel. Wir haben hier zum Beispiel eine Parfümprobe. Das ist von Shiseido. Dann haben wir hier, da war ich mir gar nicht mehr sicher, ob das von mir war oder nicht. Aber ich lasse es jetzt wieder drin, weil ich weiß es jetzt nicht mehr, ob das von mir war. Denn ich hatte auch sowas mal in irgendeiner Box. Das ist so eine Intensivcreme und Lotion. Dann haben wir hier, das war glaube ich auch beim letzten Mal schon drin, das bin ich mir nicht sicher, solche Reinigungspads. Ich verwende immer meine Washi-Pads, deswegen brauche ich das nicht. Dann sind hier noch solche Schwämmchen zum Verblenden. Ja, habe ich auch im Moment noch da. Dann Nagellack ist auch sehr hübsch, muss man ja mal sagen, aber brauche ich auch aktuell nicht. Was ist hier noch bei einem Pinsel? Ich glaube, der war auch beim letzten Mal schon drin. Der bleibt auch, den brauche ich nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Also hier ist wirklich noch allerhand drin. Ich glaube, noch eine Maske. Dann ist hier noch so eine Art, ich glaube, Lippenpflege oder Lipgloss. Das ist ein Lipgloss zum Beispiel, ne? Ist auch noch mit dabei. Also hier ist wirklich eine ganze Menge. Diesen hier, den habe ich selber auch noch. Deswegen brauche ich den auch nicht. Das ist auch so eine Art Lippenstift. Dann ist hier noch ein Nagellack von Essence. Ist auch sehr, sehr hübsch, aber ich brauche ihn leider nicht. Passt übrigens heute, ne, so ein bisschen zu meinem Outfit. Ja, das ist so das. Das mache ich jetzt hier erstmal wieder zu. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Also ich habe euch jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt alles gezeigt, aber das meiste. Also das andere, das sind auch teilweise Sachen, die so ähnlich vielleicht auch sind, die ich beim letzten Mal schon mal hier mit drin hatte, ne, die hier letztes Mal schon ungefähr mit dabei waren. So, jetzt packe ich hier erstmal wieder was rein und dann zeige ich euch jetzt noch die Produkte, die ich mir rausgeholt habe. Nun kommen wir noch zu den Produkten, die ich mir rausgesucht habe und das waren diesmal tatsächlich einige Produkte. Also ich glaube, als ich das letzte Mal gezählt habe, waren das 17 Produkte, aber das ist ja auch wirklich das Konzept an diesem Trash-Paket, dass man ja, viele Dinge reinpackt oder vielleicht auch nicht viele, aber Dinge reinpackt, die man einfach nicht mehr benötigt, wo man natürlich hofft, dass jemand anderes damit was anfangen kann und
Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich bin da doch mal ein bisschen großzügiger, denn ich packe ja auf jeden Fall mindestens genauso viele Sachen wieder rein, wenn nicht sogar mehr. Ja, und dann fangen wir mal an. Das erste, was ich mir rausgesucht habe, ist ein Körperpflegeprodukt von The Body Shop. Das kenne ich noch nicht. Ich habe noch nie ein Produkt davon verwendet. Das ist ein Körper, also so ein Körperjoghurt, also wie eine Art Körperpflege, wie ein Dusch, nicht Duschgel, sondern wie eine Bodylotion. Und das riecht so gut nach Rose. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber auch von der Konsistenz so ein bisschen gelartig. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, so ein bisschen vielleicht. Es riecht wirklich gut und ich konnte deswegen das nicht weitergehen lassen. So sieht es aus. Also wer das schon kennt oder wenn es da auch noch andere Sorten von gibt, dann schreibt mir das gerne mal mit in die Infobox, ne, hier unten mit rein. Das würde mich mal interessieren. Dann haben wir das nächste. Und zwar, ich habe das schon aufgemacht. Das ist in so einer kleinen Box. Und das kam ursprünglich von dem oder von dieser Box, My Little Box. Vielleicht kennt ihr das. Ich hatte diese noch nicht. Ja, und dann wusste ich erst natürlich gar nicht, was da jetzt drin sein könnte. Und hier sieht man es, ne, so ein bisschen, da sind Augenpads drin. Das ist ja genau was für mich. Das heißt, die kann man in den Kühlschrank legen oder als auch wahrscheinlich ins Tiefkühlfach. Da sind die richtig schön gekühlt und die kann man sich dann so auf die Augen legen. Und ich finde das so niedlich von der Aufmachung her schon. Und deswegen durften die natürlich bei mir bleiben. Und ich freue mich jetzt schon, die jetzt im Sommer auf jeden Fall mal auszuprobieren. Ja, dann sind hier noch zwei Nicht-Beauty-Produkte dabei. Oder ich glaube sogar mehr Nicht-Beauty-Produkte. Aber damit machen wir mal weiter. Ja, ich habe mir ein Buch rausgenommen. Das fand ich wirklich schön, dass da jetzt auch Kindersachen mit dabei sind. Und zwar dieses hier, ich finde das irgendwie ganz niedlich erzählt von der Geschichte her. Das war, denke ich mal, ich weiß gar nicht, von wo das kommt, ob das jetzt auch irgendwie ein McDonald's-Buch ist oder nicht, ich glaube aber nicht. Das finde ich wirklich schön, das werde ich dann, ja, für Lotti, ne, also für die Kleine, die wird das natürlich bekommen. Und ich fand das wirklich ganz niedlich, so beim Durchlesen. Sowas ist auch immer praktisch für unterwegs, ne, so für kleine Kinder oder für Kinder. Dann habe ich mir eine CD rausgenommen, wo ich absolut keine Peilung habe, was das überhaupt ist. Ich habe das Internet noch durchforstet, ich habe nichts dazu gefunden. Wenn ihr davon schon mal was gehört habt, dann schreibt mir das auch gerne mal mit rein. Bis dahin werde ich sie wahrscheinlich aber schon mal mir angehört haben. Und zwar heißt die CD Awake Fragments oder Fragments. So sieht die aus und ich fand die so von der Optik irgendwie ansprechend. Ich weiß nicht, so ein bisschen mystisch, Fantasy. Also ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen so Richtung Billy Talent vielleicht geht von der Musik her. Oder sogar so ein bisschen ganz anders, so ein bisschen Richtung Within Temptation. Vielleicht kennt ihr das? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin gespannt, aber ich war so neugierig und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich die CD auf jeden Fall mit rausnehme. Dann geht es weiter. Ich habe mir diese Teile hier rausgenommen, obwohl ich ja scharf nicht so unbedingt esse, aber ich habe die jetzt immer wieder in den anderen Videos gesehen, also von den anderen. Und zwar diese Teile hier mit Wasabi. Und die möchte ich gerne mal ausprobieren. Und mein Freund und ich knabbern ja gerne mal hin und wieder was. Deswegen werden wir die hier auf jeden Fall behalten. Ich bin schon gespannt, wie die schmecken. Und eine Lidschattenpalette habe ich mir ebenfalls rausgenommen. Alleine schon so von der Aufmachung sieht das doch schon richtig schön aus. Das kann man jetzt gar nicht erkennen. Das spiegelt so extrem. Nee, das hilft, glaube ich, gerade nicht. Das ist von La Splash Kosmetik, Cosmetics oder Cosmetics, eine Eyeshadow-Palette. Ich kenne auch diese Firma nicht. Auf jeden Fall tierversuchsfrei und ich kenne sie auf jeden Fall nicht. Ich habe keine Ahnung, auch vom Wert her oder so gar keine Ahnung. Aber hier seht ihr das nochmal ganz schön. Also das sieht ja schon wunderschön aus von der Aufmachung her. Ich mag solche Symbole. Also das ist so ein bisschen, ja, was mich so anspricht. Und die sieht auch noch sehr unbenutzt aus. Ich weiß nicht, ob die schon mal benutzt wurde. Aber so sieht sie auf jeden Fall aus. Sie hat richtig tolle Farben. Da ist noch so eine Sicherheits-Hygienescheibe zwischen. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem ein bisschen erkennen. Also sehr schöne Schimmertöne. Schwarz ist hier mit bei, braun, solche Geschichten. Ja. Und überhaupt auch, wie die Namen so von den einzelnen Lidschattenfarben sind. Ne? Selenit, das sind alles eigentlich Heilsteine. Selenit, der Rosenquarz, Citrin, der Onyx, dann der. Wer ist da? Hier steht es jetzt auf Englisch, Tiger's Eye. Heißt der Tigerauge der Stein? Nee.
Doch, ich glaube, der ist Tigerauge. Genau, und so weiter. Dann der Sonnenstein und so weiter. Also ich finde das so richtig toll. Das ist genau mein Ding. Also als ob diese Palette nur für mich hier reingelegt wurde oder hergestellt wurde. Deswegen darf die natürlich auch hier bleiben. Dann geht es weiter. Also es sind wirklich einige Produkte, die hebe ich mir hier mal mit rüber. Dann habe ich mir von Rival de Loop, also Rival oder, ja, oder Rival, weiß ich, wie man es aussprechen will, Rival Loves Me oder Love Me, Take Care of Yourself. Das ist ein Loose Puder oder Powder. Na, so sieht das aus. Viereckig, finde ich auch sehr hübsch irgendwie gestaltet. Und ja, hier kann man das nochmal gut sehen. Hier sind vier verschiedene Farben drin und das kann man dann halt miteinander vermischen und die Haut halt mal damit ein bisschen mattieren. Hier ist auch schon ein bisschen was draußen durch diesen Transport, ne? Sieht man das? Bei mir ist das gerade nämlich leer geworden, mein ganzes Puder, und deswegen werde ich dieses hier behalten. Ich muss das mal wieder zukriegen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe es aber jetzt auch noch nicht ausprobiert. Als nächstes habe ich mir noch ein Augenbrauenprodukt rausgesucht. Ich glaube sogar zwei Augenbrauenprodukte sehe ich gerade. Von Revolution ein Brow Tint. Das heißt, ja, ich denke mal, das wird aufgetragen und das wird dann wieder abgezogen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Hinten steht das nochmal mit drauf und in Braun. Ne, das passt natürlich und ich probiere da gerne mal verschiedene Sachen aus. Finde ich ganz interessant. Und von Catrice auch nochmal ein Augenbrauenstift. Allerdings ist der so ein bisschen flüssig, wo man die Augenbrauen so mit nachbürsten kann und dann halt auch mehr betont werden. Das ist sogar wasserfest. Also sehr gut jetzt für den Sommer, ne? Wenn man doch mal ein bisschen mehr schwitzt. Dann habe ich mir Süßigkeiten rausgeholt und zwar einmal diese hier, Mamba. Das ist so ein bisschen wie Mauarm oder so, ne? Und von Lindt. Wir essen ja gerne Schokolade und Lindt ist ja sehr gut. Also einer meiner Lieblingsfirmen, was Schokolade angeht. Ja, das habe ich mir natürlich auch noch rausgesucht. Also Essen geht bei mir ja sowieso immer. Dann haben wir hier als nächstes einmal von Yves Rocher eine Haarmaske, müsste das sein. Ich muss mal gucken. Eine Cream Mask. Und die roch so gut. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich für eine ist. Also nach was die riecht. Aber sie riecht auf jeden Fall gut. Und ja. Eine Haarmaske, finde ich, kann man eigentlich immer gebrauchen. Also, ne, also meine Haare pflege ich ja immer mit Spülung, auch Haarmaske und so weiter. Deswegen finde ich das gar nicht schlecht. Ja, so sieht die auf jeden Fall aus. Vielleicht kennt ihr das schon. Ich kannte es jetzt noch nicht. Aber ich finde es schon nicht verkehrt. Ich glaube, dass hier eine Avocado sogar mit drin ist. Also sieht nach Avocado jedenfalls so ein bisschen aus, ne? Dann habe ich mir ein Fluid rausgenommen. Und zwar ein Long Cover Fluid. Das ist also so eine Art Foundation. Jetzt muss ich mal gucken, ob es hier auf Deutsch ist. Ja, eine Abdeckcreme mit langanhaltender Wirkung. Da habe ich nochmal getestet, ob das so passt farblich. Das geht. Also es ist eigentlich ganz okay so farblich. Passt das schon. Und ich brauche immer wieder so ein bisschen was, was meine Haut abdeckt. Langsam geht das hier alles zu Neige. Und deswegen probiere ich das einfach mal aus. Also ich denke mal schon, dass das klappt. Also so passte das farblich auf jeden Fall. Weiter geht es mit dem nächsten Produkt. Ich musste gerade erstmal das Produkt säubern. Denn irgendwie stellt sich hier raus, also ich weiß nicht genau, ob das hier ausläuft, aber dann wird er wahrscheinlich doch wegkommen. Das ist natürlich sehr schade, aber ich habe den gerade hier mal sauber gemacht. Ich hatte mir diesen Pinsel hier noch rausgesucht, weil ich den so schön fand. Weil der so eine Flüssigkeit hat er hier mit drin und hier ist Glitzer, ne? Vielleicht könnt ihr das sehen. Aber irgendwas ist hier. Ich glaube, dass hier irgendwie das nicht mehr ganz heile ist. Also ich werde das mal beobachten. So sieht der auf jeden Fall aus. Ja, hier ist irgend so ein Ölschimmer oder so. Keine Ahnung. Ich habe das gerade eigentlich schon alles sauber gemacht. Ja, und ich fand den aber eigentlich so ganz schön von der Aufmachung her. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, dass das hier nämlich alles rausläuft. Und dann, ja, hat sich das leider für mich erledigt. Es sei denn, das muss so sein, aber irgendwie kann ich mir das jedenfalls nicht vorstellen. Es stinkt jetzt auch nicht, aber irgendwie, keine Ahnung, ist ja auf jeden Fall wieder so komisch von der Konsistenz, ne? Obwohl ich das gerade, wie gesagt, gereinigt habe. Werde ich mal sehen. Jedenfalls, den hatte ich mir noch mit rausgesucht und zur Not muss er dann leider irgendwann, ja, den Weg zum Mülleimer finden, wenn der jetzt wirklich kaputt sein sollte. Aber ich habe ihn mir jetzt halt schon rausgenommen und deswegen bleibt er jetzt natürlich auch draußen. Also ich packe den da nicht mehr wieder rein.
Dann habe ich mir Augenpads rausgesucht. Die mag ich gerne. Das sind die von Yuti. Und zwar, ja, sind das mit Kollagen, also Kollagen und Hyaluron und Zauberstrauch Beauty Boost Augenpads in Gold. Ne, die legt man dann drunter und lässt man ungefähr so 20 bis 30 Minuten wirken. Ja, die mag ich gerne. Da habe ich auch noch welche von zu Hause. Dann, wie gesagt, das hatte ich vorhin kurz mit erwähnt, ne, diese Maske, diese Schneckenmaske, da habe ich noch nie was von probiert, weil ich immer so ein bisschen Angst hatte, dass das irgendwie eklig ist oder stinkt oder so, weiß ich nicht, weil das halt, ne, Snail Essence, also von den Schnecken, was ist, aber ich denke mal, dass das halt jetzt nicht direkt von der Schnecke kommt, sondern dass das künstlich, sage ich mal, nachgeahmt und hergestellt wurde, also schätze ich mal. Ich werde das aber bestimmt mal ausprobieren. Ja, und zwei Produkte haben wir noch, die zeige ich euch jetzt natürlich auch noch. Dann haben wir die letzten beiden Produkte. Ich habe mich hier mal ein bisschen bequemer hingesetzt. Und ich glaube, dass dieses Produkt hier schon beim letzten Mal mit drin war. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr so sicher. Und ich bin der Meinung, dass der ein oder andere noch geschrieben hatte in die Kommentare, dass dieses Produkt richtig toll sein soll. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das rauszunehmen. Und zwar ist das von Alverde ein Rose Tinted Highlighter, also ein flüssiger Highlighter, zaubert einen seidigen Schimmer auf die Haut. Ja, so sieht es aus. Ich zeige euch das nochmal. Also da wurde mir im Nachhinein dann in die Kommentare geschrieben, dass das so gut sein soll. Und da dachte ich, oh nein, hätte ich das mal doch genommen. Und das riecht auch sehr angenehm, finde ich. Wie halt die Sachen so von Alverde riechen. Und deswegen werde ich das jetzt doch behalten und das jetzt auch mal vielleicht im Sommer dann mal ausprobieren. Ja, und dann kommen wir zum letzten Produkt. Und da dachte ich, das gibt es nicht. Wieder ein Produkt, wo ich dachte, das wurde nur für mich da reingelegt. Denn ich wollte mir schon lange sowas kaufen. Habe ich bis jetzt aber noch nicht. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar ein Gua Sha. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein Rosé, ja, in Rosé Gua Sha. Und zwar ein, ja, also für eine Gesichtsmassage ist das so ein kleines Werkzeug, so kann man das nennen. Hinten steht es jetzt nur auf Englisch drauf. Und es ist von der Firma Glow on Fifth Beauty. Keine Ahnung. Oder Fifth Beauty? Ja, manches weiß ich mal nicht, wie man das aussprechen soll. Ja, ich zeige euch den nochmal. Das ist aber, glaube ich, eher Plastik, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist auf jeden Fall kein richtiger Stein, aber ich will das einfach mal damit ausprobieren und vielleicht hole ich mir dann doch noch mal so einen Stein. So sieht das Teil hier aus. Also jedenfalls fühlt sich das wirklich an wie Plastik, ja. Aber ich wollte es trotzdem einfach mal ausprobieren. Genau, ne? Vielleicht kennt ihr das, vielleicht könnt ihr mir ja auch noch mal was dazu sagen. Ich habe sowas, also damit bis jetzt noch nicht gearbeitet. Ich habe hier irgendwo noch, das ist aber, glaube ich, ein Bergkristall, so eine kleine Bergkristallspitze, auch extra für die Gesichtsmassage. Das habe ich da, aber dieses Produkt hier habe ich bis jetzt noch nicht verwendet. Ja, auf jeden Fall habe ich mich aber trotzdem dafür entschieden, das hier rauszunehmen und das einfach mal auszuprobieren. Und dann kommt vielleicht irgendwann nochmal so ein richtiger Rosenquarzstein zum Einsatz, muss ich mal schauen. Ja, auf jeden Fall, das war jetzt das letzte Produkt, was ich mir noch mit rausgesucht habe aus dem Trash-Paket. Ich zeige euch jetzt natürlich noch ein Produkt, welches ich mit in die Box packe. Natürlich kommen noch weitere dazu. Wie gesagt, ich darf euch nur eines zeigen. Und zwar wird diese Lidschattenpalette von Manhattan mit reinwandern. Das ist eine Amazing Nude Edition mit verschiedenen Nude- und Brauntönen. Ich glaube auch Grau, ne, ist so ein bisschen mit dabei. Und ich zeige euch die nochmal genauer. Die wird auf jeden Fall mit reingehen. Und ich hoffe, dass sich da irgendjemand finden wird, der sich darüber ja dann natürlich auch freut, der die nutzen kann. Und dieses Produkt wird jetzt auf jeden Fall hier mit reinwandern. Und dann nochmal kurz nebenbei am Rande bemerkt, ich hoffe, das war in Ordnung. Die Boxen wurden ja, wie gesagt, hier reingepackt, um das Ganze so ein bisschen besser zu sortieren. Und da ich diese Glossy Box hier so toll fand, also diese Box von der Optik her, habe ich die jetzt einmal durchgetauscht. Ich hoffe, das war in Ordnung, aber es ging ja, glaube ich, jetzt eh nur darum, dass die Produkte sortiert sind. Und ich habe stattdessen so eine Box da jetzt mit reingetan, denn ich finde das ganz schön und dann würde ich die natürlich gerne behalten wollen. Ja,
Genau, so viel zum Thema. Das ist auf jeden Fall alles. Die Karten, die kommen natürlich auch alle wieder rein. Von mir wird vielleicht auch noch eine Karte damit reinkommen, denn dann möchte ich auch noch mal ein paar nette Zeilen schreiben. Ja, und das war eigentlich soweit alles. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da. Ihr dürft mich gerne noch abonnieren und so verpasst ihr keine weiteren Videos. Ihr unterstützt mich damit kostenlos und so kann meine Community natürlich noch ein bisschen wachsen. Ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Und wie immer wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut! Ja.